Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition. Endrollen. Und wir machen heute mal einfach aus Ermangelung weiterer Quests, muss man einfach mal gerade so sagen, mit den Quests weiter. Oder mit der Hauptquest. Okay. So, Teil von etwas Besonderem. Wir haben ja dieses Bändigungsritual gehabt. Okay. Wo wir ja angeblich irgendwie geheilt werden sollten vom Arkanistenfieber oder so. Irgendwie so in die Richtung war das ja. Und ja, das Problem ist, dass das nicht so gut geklappt hat. Das ist das Einzige, wie ich es richtig sagen kann. So. Ach ja. Und dann gehen wir jetzt wieder mal zum Sonnentempel seit Sankt Zeiten. Was? Ich bin Fremdländer. Könnt ihr mir erklären, was es mit diesem Pfad auf sich hat? Was für ein Unsinn. Mehr. Die heilige Berufung? Fast immer? Also sind die verschiedenen Pfade im Grunde genommen Kasten. Nein, fast immer. Die Offenbarung der Lichtgeborenen. Also, oh nein, also sind die verschiedenen Pfade im Grunde genommen Kasten. Die Offenbarung der Lichtgeborenen. Okay, jetzt kenne ich kein Beispiel aus der Bibel, ich bin aber auch nicht bibelbelesen. Die Reise der ersten Vasallen? Ja. Verstehe, danke für die Erläuterung. Ja, waren das jetzt Wissenspunkte, die wir bekommen haben? War ich hier schon mal? Es kommt mir so neu vor.
In der Gruft? Ich war doch noch nie in der Gruft von A, glaube ich. Hä? Was ist das? Wieso ist das so ein neues Sinewy Object of Arts? Hä? Okay. Weil das ist ja exakt wie in Weißlauf hier, wie ich jetzt gerade finde. Hallo? Uha! Aber... Was? Was ist das? Wieso greifen die an? Und wieso... Hä? Ich bin verwirrt. Ist das hier dieser... Die Ankunft? Hä? Der Pfadbuch. Ach, das ist gar nicht der Schlechter von Ark. Ich dachte gerade kurz. Ich brauche hier Licht. Magierlichter. Es ist so dunkel hier drin. Ich war hier noch nie. Ganz sicher. Hä? Was ist das? Ich bin gerade so richtig confused. Natur. Ja, ich musste das Schloss nicht mehr bewegen. Gut. Hä? Nachricht. Erika, dein Vater hat uns diese Rolle hinterlassen. Wenn, was du an jenem Ort finden kannst, ist eine Absicherung für dich. Aber er hinterlässt sie den nur, wenn du ihn nach seinem Leben besuchst. Warnung. Fremder, der das liest. Mein Gefährte hat sich gegen ungewünschte Eindringlinge abgesichert. Okay. Goldbarren. Es ist eine komische Entdeckung. Uff. Ich glaube, ich brauche das als Favorit auch. Aber die sind auch so schwach, ne? Also irgendwie verwirrt mich diese Gruft. Also wirklich, verwirrt mich. Okay, hier geht's nicht weiter. Komme ich hier hin? Es ist echt komisch. Wirklich echt komisch.
Ja, sorry. Telekinese, oh, das ist gar nicht schlecht. So. Oh. Hier muss es doch noch irgendwie ein großes Geheimnis geben, oder? Ist das einfach wirklich nur eine Gruft? Also ich finde es auf jeden Fall schon mal gut, dass man in dieser Stadt, wo man schon lange ist, immer noch Leute, also Orte findet und ja, so große Sachen auch findet, die man noch nie gesehen hat. Das ist die Hauptstadt, wo wir uns oft aufgehalten haben. Ne? Also. Also das, ich bin verwirrt. Ey. Überall geht's weiter. Das ist ein reines Labyrinth hier. Oh, ein Ahnengeist. So. Waschfrauenpilz. Eine Urne. Ich kenne es ja mit den Uhren aus Skyrim. Sind immer mal gerne Diamanten drin. Und ich liebe dieses Geräusch, was ich gerade gehört habe, weil das erinnert mich mega an normales Skyrim. Ach komm, lohnt sich nicht. So. Oh. So. Ich bin echt verwirrt. Hart. Dass ich. Hä? Was ist das? Check's halt wirklich nicht. Also. Aufgestiegen, hier drin. Gut. Okay. Also, das ist echt ein komischer Ort.
Gut. Das waren meine Nachbarn, die bei mir Pakete abgeholt haben. Ja, was soll ich sagen, ne? Ist immer wieder lustig. Aber ich weiß halt, null, so viele Türen, was ist das denn? Gleisender Funke, Morgenlufttrank. Ja, ist ja wirklich die Frage, wo war ich noch nicht? So. Also. Das ist echt, echt komisch. Und dann so viele Zwischenräume auch. Oh. Dieses Bild kannte ich doch. Scheiße. Da kommen nicht jede Truhe, muss ich öffnen. Ist unfassbar. Ist ja wirklich unfassbar, wie riesig. Alter. Ich befinde mich einfach unter Ark. Oh mein Gott. Bist du der Endgegner? Warst du der Endgegner? Hä? Ich bin verwirrt, wirklich. Oh, was haben wir hier? Der nächste Pfad. Noch mal Bücher. Jetzt runter sind die ganzen Skelette. Das sind wahrscheinlich die Vasallen von ihm. Statuen. Ja. Ich würde ja gerne, aber ich auch. Da ist der Eingang. So. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die irgendwie so viel XP geben. Ne? Ich denke ja ständig hier Level aufgefühlt. Oh, kennt ihr noch diese Fallen? Alter, das erste Mal, dass ich die gehört habe in diesem Spiel. So. Also das ist echt, echt komisch. Was hier abgeht. Aua. Also, einfach mal so da drunter. Na? So ein Tor. Okay, hier auch wieder Räume. Was ist das denn? Also. Ich
echt. Also guck dir das mal an, die Karte. Was ist das denn? Ich meine, das ist ja, ne? Heieiei. Es ist... Einfach so eine einfache Gruft. Unfassbar. Ja, ich wusste ja, dass ich da noch nicht war. Ja, wir haben ja fast die ganze Folge in dieser Gruft aufgehalten, ne? Ey, heilige Maria. So, und ich würde sagen, nachdem wir jetzt so lange in dieser Gruft fahren, das ist echt... Puh. Holy shit. Ja, bis zur nächsten Folge und tschüss.